bei Ingames, danke dir. Ich werde jetzt auch wieder Ingame nicht so viel auf den Chat achten. Ne? Habe ich jetzt die letzten Streams schon so gemacht, weil ich will halt gewinnen. Das ist oberstes Gebot. Bis die Raptors nicht geordert hätte ich machen sollen. Auf jeden Fall. Ah, Botlane braucht ziemlich lange, also das Botlane-Pool. 90%. Ja. Natürlich schon ein CS gemisst, dementsprechend ist die Laning Phase. Ist quasi over für mich. Ich bin ein CS behind us. Das kann man nicht spielen. La la la. Cockys Laning Phase ist interessanterweise überraschend unspektakulär, muss man sagen. Man denkt sich, boah, Cocky, der böllert ja richtig weg. In der Lane willst du eigentlich nur nicht umgeböllert werden. Das heißt einfach farm, nicht sterben, pushen und gucken, dass man vielleicht roam kann oder so und dann seine ein, zwei Items kommen. Dann fängt Corki an Spaß zu machen. Rexa wird jetzt Topside sein. Ich sing Rob, Rob, Rob. Das ist alles andere, würde mich stark wundern. Er hat Rebuff angefangen. Level 3 Clear wäre das normalste auf der Welt für Rexa. Ich würde gerne Warden gehen, aber wenn ich jetzt Warden gehe und Rexel da ist, dann kann ich mich stunnen und ich bin am Poppis. Ja, okay, so. Holy shit, macht der einen Damage, das ist ja komplett absurd. Oh mein Gott. Oh shit. Ja, ist dann wahrscheinlich doch eher das Game in der Kategorie, hätte ich dodgen sollen. Ah, oh, bitte. Auf einer Losing Lane kommt der Jungle. Ich flame nicht, ne? Wir flamen heute nicht, aber sagen wir mal so. Der Jungler kommt auf die Lane, geht rein, Gegner kriegen zwei Kills. Ist jetzt nicht unbedingt ein schöner Verlauf der Dinge. Wäre ein Argument dafür, dass der fucking Gragas das Spiel hätte dodgen sollen, wenn er eine Rolle spielt, die er nicht kann. Aber passiert, ne? Passiert. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich flashen können und wäre safe gewesen. Ich muss sagen, ich hatte dann am Ende sogar gehofft, dass ich vielleicht noch auf die Sunna rauf flashen kann, um sie zu töten. Aber die ist ein Level abgekommen und Rek'Sai macht echt erschreckend viel Damage. Ja, ich kann auf jeden Fall moven gegen die Sunna, die ein Level vor mir ist, ein Red Buff hat und ein Kill und zwei Assists hat. Na klar, das ist gar kein Problem, mein Lieber. Ich habe ja auch schon mein langes Schwert, was soll mir da noch passieren? Wird interessant. Jetzt kann ich mich halt komplett bullien. Also die ist scheiße, die Syndra. Die ist wirklich nicht gut. Die trifft nicht ein einziges Skillshot auf mir. Aber es ist halt Syndra. Wenn ein Matchup early für Syndra so läuft, dann kann die 10 Skillshots verkacken und der Hälfte tötet mich. Das ist ein bisschen das Problematische. Wahrscheinlich hätte ich auch ganz am Anfang, als ich gegankt wurde, flashen sollen und dann meinen Heal im 2v2 benutzen sollen. Aber ich dachte halt einfach nicht, dass der Gragas reingeht. So. Also ich dachte, geil, ich habe überlebt. Situation geklärt. Und Gragas dachte sich, holt mein Bier. Guck dich das an, die Sunra ist halt echt nicht gut. Aber es ist egal. Wie man in meinem Yasuo-Video gesehen hat, kommst du darauf an, wer den besten Jungler auf der Lane hat. Das ist echt keine schöne Lane. Wie gesagt, solange ich alles dodgen kann, ist okay, aber sobald ich mal was nicht dodge, sind Schmerzen angesagt. Vor allem, wenn sie Level 6 ist und sie ist bei Level 6. 2, 3 Waves. Toplane gewinnt nicht, Botlane gewinnt nicht. Hm, nicht der beste Start ins Spiel. Seht ihr, wie hart sie auf mich geiert, ey? Das meine ich halt, das meine ich halt. Das ist jetzt gerade so ihre 8. Combo, die sie gemacht hat. Das erste Mal, dass sie getroffen hat und ich habe instant ein Drittel Leben verloren. Das ist nicht so spaßig. Ginkgo-Bohne, danke dir, ich lese gleich vor. Das Schlimmste ist halt, dass sie es halt unendlich lang machen kann, weil sie ja, ich meine, sie regeneriert mehr Mana, als sie Kosten hat. Aber ich glaube, das wäre fairerweise ohne den Kill auch passiert. Der Unterschied wäre nur, dass sie halt den Kill nicht gehabt hätte. Und damit nicht noch härter zu snowballen. Ich wäre immer safe, ne? Die wird frustriert, wenn sie mich nicht töten kann.
Kann gut sein, dass sie roamt. You can't milk those. Ja. Hey, ich habe ja nur gepinkt. Na gut, das waren jetzt 5 Botlane, muss man fairerweise sagen. Bei 5 Botlane blame ich nicht mal die. Aber der Gragas hat ja trotzdem geintet, so. Er wusste, dass sie kommen und Pace checkt. 3-0 Syndra. Nice. 0-3-0 Jungler. 2-0-3 Jungler. Nice. Das wäre auf jeden Fall doch ein Game. War wieder dieser typische Fehler. Ich habe zu viel Glauben in Soloki. Wenn euer Jungler sagt, Autofill, Jungle is my worst role, dann darf das Spiel nicht in die Kluft gehen. Das darf nicht die Champs League verlassen. So, das ist einfach. So ein Spiel muss begraben werden. Nächstes Mal. My bad. Jetzt habe ich 2 Stunden meines Lebens gewastet, weil ich den Glauben hatte, dass Leute in Soloki vielleicht auch mal upsteppen können. Habe ich mal ein 1-6. Die Welt ist noch nicht verloren. Die sind zwar komplett wegnudeln. Den Rest des Spiels, aber. Das ist okay. Ne? Never farm. Person zu scalen. Vielleicht mal ein sickes Play machen mit. Glaube ich. Jupp. Da ist Braun. Toplane. Toplane läuft ja sogar ganz okay. Ich komme über Scaling. Und das Scaling ist ja tatsächlich ziemlich gut. Unser Late Game ist echt ein 10 eigentlich. In Mitte könnten wir halt wirklich mal ganken. Das ist ja Syndra. Also die Chance, dass sie den Kill holt, ist nicht gering. Gerade bei dem Gragas. Aber er geht immer noch Syndra. Das ist glücklich. Wow, das hat den Minion nicht getroffen. Das ist natürlich belastend. Syndra wird hier sein. Let's go, go. Lagas, please. No. Die Raptoren gehen vor, I guess. Schade. Das wäre wahrscheinlich ein Summoner gewesen. Oh nein. Das meine ich halt. Ist eine sehr lustige Lane. Sie trifft einen random Skillshot, den sie alle 10 Sekunden spammen kann. Und ich muss... Ah, egal. Fokus. Dafür werde ich sie outscalen, ne? Das muss man sich einfach immer vor Augen halten. Outscalen, outscalen. Der fickt ihn ja komplett aus dem Leben. What the fuck war das? Rek'Sai's Damage ist echt nicht balanced, habe ich das Gefühl. Also es ist echt absurd, was der Champ teilweise raushaut für Damage. Holy fuck, ey. Na gut, er hat halt 2. Er hätte nur Warrior fertig, so. Und sind 30 wieder. Oh, ja, ich muss wieder pushen. Ist halt unmöglich für mich, Pressure gegen eine 3-0 Syndra zu haben, so. Ich sing Rap, Rap, Madadidadada, Rap. Ist halt Syndra, so. Syndra ist Pressure, wenn sie nicht gegankt wird und sogar Head kommt, so. Was sie erwarten, so. Klar, die werden jetzt Botlane gebumst, natürlich. Aber kann man nichts gegen machen. Gragas verliert halt das Spiel, aber das war halt zu erwarten, weil er halt keine Ahnung hat, was er macht. Deswegen wäre ein Dodge hier weise gewesen. Ich sing Rap, Rap, Madadidadada, Rap. This is Major Tom. Ich geh mal Top-Lane dürfen. Oder auch nicht.
Keine Ahnung, das Game ist over, ist egal was ich mache. Ich farm einfach ein bisschen und sterbe nicht, damit ich meine KDA nicht versaue. FF15, ja, das ist... Also wie gesagt, wir können halt scalen, aber es macht halt... Weiß nicht, ob es halt Sinn macht zu scalen, wenn einer seine Rolle und seinen Champion und seine Existenz nicht kann, so. Ich sing Rob, Rob, Rob. Das Problem ist, wenn ich jetzt Mitte pushe, weil Syndra moved, so wie jetzt zum Beispiel, dann kommt Rek'Sai in Mitte und kann mich halt trotzdem 1v1, das ist das große Problem. Ich weiß nicht, ob wir pushen können. Einen Hook trifft oder einen Engage oder so. Oh, schade. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay, gerade. Ist eine Grenze? Nein. Okay. Habe ich genug Coins? Ich habe genug Coins verschieden. Gehen wir schnell Base. Ich sing Rock, Rock, Maradidada. Wir können immer noch auf die Outscale-Karte setzen, so. Botlane Turret ist down. 7 Kills, dann ein Turret und ein Infernal. Keine gute Ausgangslage, eine, mit der man wahrscheinlich sogar noch spielen kann. Ich wünschte, ich käme mit Waves durchklicken mit auch noch Diamond. Ja. Das ist halt bei so einem Argument, brauche ich halt gar nicht mit dir diskutieren, weil du offensichtlich trollst oder halt echt, ich weiß, wovon du redest. Erstens ist es Syndra-Corki-Matchup, ein Matchup, was Corki nicht gewinnt. Es ist ein Counter-Matchup, Soft-Counter für Syndra. Zweitens hat Syndra nicht ein, nicht zwei, sondern 3 Free-Kills bekommen. Und ja, wenn du dann nicht weißt, was ein Syndra auf der Lane macht, ja wie gesagt, dann brauchen wir nicht miteinander reden. Das ist halt einfach nur ein komplett dummes Kommentar, was du da gegeben hast. Aber ich Magic bin Boots, weil ich Corki bin. Okay, jetzt sind die Mitte. Wir sollten jetzt halt gerade nicht fighten, so einfach nur Wave kämen, wir können sowas 5-1. Du bist halt auch bei einer Sünder, du kannst halt auch nicht gegen sie moven. Weil wenn sie Bot moved und du hinterher movest und sie im Busch wart, bist du halt auch dead, so. Also sobald Syndra einmal erhält, musst du halt hoffen, dass sie es nicht snowballt. Wenn sie es snowballt, so wie sie es getan hat, kannst du nicht viel dagegen machen. Der hat ja nichts Besonderes gemacht. Sie hat die Lane ausgepusht, weil sie die Pressure hat und zuerst pushen kann. Dann ist die Bot gelaufen und hat ihre Tasten gerückt. Und weil Bot den Turret nicht verlassen hat, weil auf der Elo keiner realisiert, dass wenn man den Turret verlässt, man auch Dives überlebt, dann kriegt die halt 10 Kills. Oder 5 Kills und 5 Assists. Aber die muss ja erstmal das damit machen, das ist ja auch nochmal was anderes. Stimmt halt eine Lane nach der anderen. Aber das ist auch zu erwarten in der Situation. Das Game ist halt ziemlich lost. Und ziemlich lost meine ich. Ziemlich lost. Ich sing Rob, Rob, Maradidada, Rob. Der war nicht schlecht, der. Danke dir, mein Lieber. Na, Daji. Wenn wir es hier irgendwie groupen könnten, dann würden wir in der Lage sein zu fighten. Ich hab eine Überzahl-Situation. Er muss zu uns kommen, nicht wir zu ihm. Ja. Ich könnte Bot noch pushen. Sounds good. Syndra wird wahrscheinlich eher move. Das ist dann etwas weniger beruhigend. Oder Braum. Oder Braum und Syndra. Okay, ne, Braum verzieht sich. Ja, Syndra ist hier. Dann ist hier wegporten keine gute Idee. Aber hier. Auch nicht. Dann nehme ich halt die scheiß Rave noch an.
Jo. Hoffen, dass sie jetzt den Gragas mitnehmen. Ich habe jetzt Trinity. Oh, Damage ist im Haus. Also jetzt bin ich. Genau jetzt habe ich Trinity. Ich sing Bab. 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 Ja, so ist like die. Oh, never mind, der ist Gott. Nice. Ja, solange wir das Spiel genauso halten, also dass die vielleicht mal einen Kill kriegen, wir vielleicht mal einen Kill kriegen, aber T2 Türme noch stehen, sogar T1 Turm in der Mitte noch steht, T3, keine Ahnung. Ist das T1? Das ist T1. So viel zum T1 Turm. Ja, das ist noch voll verkraftbar. Das ist echt noch absolut verkraftbar. Problem ist, dass ich auf der Sideline auf gar keinen Fall gegen Syndra kann. Sie hat sogar Haunting Geist gekauft. Das heißt, sie wird mich one-shotten. Das war leider boosted. Er wusste exakt, wo sie sind. Ich sing Rock, Rock, einfach nur Wave clearen. Mehr will ich nicht. Also das Wichtigste ist, dass die Leute aufhören müssen zu innen, sonst gewinnen wir das Spiel nicht. So, guter Damage. Ah, der Over. Der Gragas hat auf jeden Fall interessante Wege. Eieiei, der Damage ist natürlich... In Fachkreisen nennt man es Unschuld. Ja, vielleicht können wir das sogar spielen. Das Ding ist, ich kann mir halt eigentlich echt keinen Hextrinker erlauben, so, weil sie der einzige Magic Damage ist. Aber sie kann mich one-shotten. Muss ich, glaube ich. Das muss ich akzeptieren, dass sie mich one-shotten kann. I guess. Für mich geht es jetzt nur darum, so viel Farm wie möglich zu bekommen. Ah, das wird ein übel schweres Game. Also ich sag, die Chancen, das zu gewinnen, sind bei 15% maximal. Also die Chance, das Game zu verlieren, ist sehr, sehr, sehr hoch. Weil ich kann niemanden auf der Side 1v1. Der Lucian ist 1v1 stärker als ich. Die Syndra sowieso. Die Ashe ist brutal underfarmed. Der Gragas ist halt... Der Gragas... Der Yasuo ist ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Ja. Und das nochmal sagt. Also Hoffnungsschimmer. Das geht auch nicht so häufig. Der will mich 1v1 erluschen. Darf er aber nicht. Weil ich doch nur farmen will, Bro. Hallo. Ah, du willst auch nur farmen. Ich sehe, du bist dein Bruder der Farmerschaft. Ah, shit. Ja, den hast du dir verdient, mein Lieber. Stolz auf dich. Weil der Rest gehört mir. Ja, ein bisschen Sideline Farm schadet nicht. Bei 3 Items, glaube ich, fange ich an, das Game zu carryen. Aber wir so weit kommen. Schwierig, schwierig. Eine mittelmäßige Idee da zu fighten. Hätte auch keinen Sinn für mich gemacht, da jetzt noch von der Botlane zu kommen. Wäre ich abgeschnitten, hatte kaum Mana. War 2-for-1, die werden wahrscheinlich... Was werden die dafür kriegen? Drake, maximal. Ah, nee, nicht mal den ist dich. Ah, vielleicht. Ey. Mann, jetzt muss ich meine Package wieder so benutzen, wirklich. Seid echt ein paar Pisser. Auch ein Big Damage, der kriegt Hard HP weg. Eieiei. Aha. Hey, entspann dich bitte. Nice. Nicht so nice. Ah, 1v1. Okay. Shutdown für uns. Ich hätte den Kill ganz gerne. Aber ich will da nicht sterben. Der Einzige, der es bisher erfolgreich geschafft hat, nicht zu inten. Kommen wir nochmal auf das Thema mit den Inten zu sprechen. Hey, chasen wir da nicht das Beste.
Schwieriges Spiel. Schwierig. Ich hätte jederzeit nach vorne flashen können, um den Baum zu töten, aber ist es das wert? I don't think so. Brauch mehr Farm. Blue-Buff. Oder krieg ich den Blue-Buff zu wenig Mana oder brauche ich dafür zu lange, ist die Frage. Das ist gut, dass wir das so halten können. Das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Jetzt dürfen die keinen Unsinn anstellen, während ich Top-Lane push und dann Base gehe. Ah, ich muss Base gehen. Nice. Nice, ihr habt was Nützliches gemacht. Oh mein Gott, ihr seid... Mein Team ist einfach Jesus. Ich gehe nicht Base, okay, nicht Base. Base ist überbewertet. Sollten wir vielleicht den Ash nehmen? Wir sollten ab zum Ash auf jeden Fall. Könnt ihr den zu viert machen? Wahrscheinlich nicht. Er hat kein Smite. Sollte aber fein sein, oder? Vielleicht hätte ich mitrufen sollen, ich bin mir nicht sicher. Ja, yeah, so free. Very nice, very nice. Habt ihr auch noch, oder? Ah, ich dachte echt, dass ihr sie habt. Fuck. Oh, Dash. Boy. I smell some party. Den habe ich gar nicht gesehen, den fucking Rex. Ey. Ah, ich habe jetzt richtig gut Farm aufgeholt. Viele würden jetzt sagen, das war übel greedy, was ich da gemacht habe. Ich habe so viel Farm aufgeholt. Ich bin jetzt fast 40 Farm über der Syndra. Das war richtig wichtig für mich. So, jetzt wird es langsam interessant. Oh fuck, das war das falsche Item. Ich will doch fucking Infinity Edge haben. Ah, ist nicht so schlimm. Relativ gutes Team ist auf den Anfang. Ja, also, dafür, dass der Anfang so kacke lief, ist das Team jetzt echt gut dabei. Deswegen, das Game war halt auch nicht los. Die Gegner haben nur Solo-Kills gekriegt. Die haben nichts sich damit erarbeitet. So. Deswegen hatte ich da auch überhaupt keine Sorge, dass wir das Spiel holen können. Der Fakt, dass ich erst ein einziges Mal gestorben bin, hat, denke ich, auch ziemlich geholfen. Syndra-Poken ist jetzt das Ziel. Geht hier mein Damage? Da ist auch eine AFK, oder? Nee. Hobby ist die AFK? Nee, da ist hier. What the fuck? Warum lassen die sich gerade so wegnehmen? Botlane, ja, Botlane, Botlane. Sollte Botlane. Ziemlich risky, da jetzt so hart zu forcen. Und es ist natürlich wieder mehr Frühkampf für mich. Geil. Ab in die Base. Ab in. Nein, nein, nein. Reset, 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 reset. Wir haben so viel Cash jetzt zu fighten, aber nicht integriert. Ja, jetzt ist das Game auf jeden Fall wieder ausgeglichen. Ich würde sogar sagen, dass wir jetzt anfangen zu outscalen. Der Lucian hat halt fucking Essence Revival Item mitgenommen, ist deswegen komplett useless. Ich würde ihn komplett auseinanderboxen, aber er hat seinen kleinen Papa hinter sich. Wisst ihr, wie viel Angst er hat? Seht ihr das? Richtiger Feigling. Push noch eine Wave mit aus, dann komm ich. Der Push ist wichtig. Top nicht overextend ist auch wichtig, meine Lieben.
Ach, ja. Why? Oh, ist das schön. Carry ich mal wieder ganz casual diesen Teamfight. Aber nur so ganz casually, muss man sagen. Oh, das war aber, das war ziemlich Premium. Im Trash muss ich sagen, das war... Bei uns nennt man das absolut krank. Das ist übel egoistisch, als Ash und Red Buff zu nehmen, mein Corki mit, das ist komplett egoistisch. Da will ich den Kill, Ficker. Corki fällt es mir so leicht, Games zu carryen. Das ist so dumm. Warum nicht mit anderen Champs? Es gibt wirklich keine Champs, mit denen ich so konzentriert und flawless spielen kann wie mit Corki. Wir müssen jetzt Base, wir haben viel zu viel Cash. Nein, go B. Go B, go B. Ja, okay, wenn die unbedingt fighten wollen. Oh, trotzdem B. Wenn wir jetzt alle sterben, Alter, dann nicht richtig zählen. Ja, wir haben drei Pushing Lanes. Einfach Base. Einfach Base. Ist nichts da, was sie sich holen könnten. Keine Pushing Lane, kein gar nichts. Hätte sie mir mal den Red Buff gegeben. Er hat die Dixner, er muss die Buffs bekommen. Ich habe auch die Dixner, ich bin Corki Mitte. Wie gesagt, auf einer Ashe ein Red Buff ist mehr Damage, nichts anderes. Auf mir ein Red Buff kann er Unterschied machen, ob eine Syndra lebt oder stirbt. Ob ich einen Slow habe oder nicht. Ob ich immer One gewinne oder nicht. Bei der Ashe auch, klar. Aber... Ich bin in einer deutlich carry-lastigeren Position als sie, einfach weil ich Corki bin in der Situation. Und weil ich halt diesen Slow nicht habe, den sie schon hat. Bei jedem anderen ADC hätte ich gesagt, okay, kann man sich drüber streiten. Aber bei Ashe bin ich der Meinung, dass es absolut mein Red Buff sein sollte. Vor allem, weil sie fünfmal gestorben ist. Ich meine, ihr habt es gerade gesehen, der Red Buff war wie lange auf ihr? Nicht sehr lange. So, aufpassen, dass wir uns nicht catchen lassen und einfach solid runterspielen das Game. Einfach zu fünf Gruppen. Wir gewinnen Teamfights. Die Gegner brauchen gar keine Armor, MR, also wirklich null. Sollte die Top-End mitnehmen. Ich sing Wap, Wap, Wale, Wieder da, Wap. Ja, also sollte verpushen, ich bleib beim Team. Kein Bock, das hier hinten. Oh, ich bin so boosted. Das habe ich missplayed. Ich hätte früher flashen sollen. Dann wäre das ein richtig cleanes. Dann wäre das das Game gewesen wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ob ich mir ein Death-Item kaufe oder ob ich sage, Death-Item ist das. Ich glaube, ich kaufe mir Phantom Dancer. Hätte ich eine halbe Sekunde früher geflasht, dann hätte ich wahrscheinlich überlebt. Der hat auch ein bisschen mehr Damage gemacht, als ich erwartet habe. Er hat halt Crit-Item mit. Passiert nicht so häufig. Ich habe auch zu overextended. Hätte ich den Teamfight langsam gespielt, wäre ich einfach beim Team geblieben, dann hätten wir den gewonnen. Ich hatte keinen Grund, da hinten den Lucian zu fighten. Wir hatten ja unsere Frontline noch. Aber ist fein, ist fein. Dash gut. Wenn ich jetzt noch mein zweites Crit-Item kriege, dann wird mein Höschen aber... Das läuft dann quasi aus. Ich nehme dann schnell die Bot-Wave an. Static ist besser, dann kannst du die Carries one-shotten. Ist eine Überlegung wert, auf jeden Fall. Du hast wahrscheinlich recht, du hast wahrscheinlich tatsächlich recht. Der rohe Schaden von Static wird sich wahrscheinlich auszahlen, ja. Ich würde eigentlich gerne weiter pushen, aber ich weiß nicht, wo die sind.
Ich bin mir echt nicht sicher. Also der Phantom hätte da gerade zum Beispiel einen Unterschied machen können, vielleicht, aber ich glaube Static finde ich auch cooler. Ist auch nochmal mehr Damage auf die Frontline, die kaum MR hat. Wenn man sie jetzt erst anfängt, MR zu bauen. Ich werde Last Item auf GA gehen. Dann habe ich ein bisschen Armor gegen die drei AD-Champs. Und ich habe GA, um Syndra Ult zu überleben. Ich hätte wahrscheinlich anstatt Static schon GA bauen sollen. Oh, das ist nicht gut. Der ist dead as fuck. Guck mal Botlane, dass sie vielleicht Fehler machen oder so. Das war nicht gut. Wir sind da. Alle, alle. Kannst du einen Inaptal traden? Einfach nicht sterben. Ja, oder sterben. Syndra ist tot, egal wer hier kommt. Niemand kann nämlich treffen. Oh, kann er mich mal gewonnen? Das ist ja überraschend. Ja. Kann sein, dass die Leute mich von hinten chasen. Ne, dann nehme ich den Blue Buff noch. Trade ist okay. Ash ist noch dead, dann ist der Trade nicht gut. Dann ist der Trade sogar ziemlich kacke. Ich bin in den Bauch verlieren. Das ist nicht gut. Haben wir einen TP oder so? Nee, Quatsch. wir sind ja die beiden Solo-Laner. Trotzdem fein. Wir haben den besseren Inhib und jetzt kommen wir ins Late Game und da sind wir auf jeden Fall, denke ich, besser angesiedelt als die. Boah, man kann Gunblade auf Cocky, nee. Wenn man jetzt auf Crit geht, wäre da so viel AP verschwendet, weil ja AP nicht mit ADs, mit Crits geredet. 500 Gold für GA, das wäre nochmal. Dann wäre ich die ultimative Kampfmaschine. Also ich mache wirklich unglaublich viel Damage, also es ist... Das ist schon nice. Oh, das ist ein bisschen klar, okay. 100 Gold, please. Gragas hätte mir die nicht geklaut. Botlane. Ich würde ungern vorm GA fighten. Das wird wahrscheinlich der letzte Fight. Na. Wobei, die Poppy ist nicht da. Das habe ich gut durchgecarried. Das können wir finishen, oder? 20 Sekunden auf Syndra. Solange die nicht mal auf ihn einmacht. Wir haben gerade noch keine Minions. Das wird sogar close. Das wird sogar close. Also, na, ich glaube nicht, dass es close wird. I don't know. Ich denke, wir können das. Oder? 15? Nee, das können wir echt nicht finishen. Können wir jetzt sterben? Nee. Müssen hier weg,
Ah, ist das ärgerlich. Base ist auch gerade in Brand gesetzt. Ja, war normal, dass wir das hier haben. Ja, das ist F. Dass wir nicht mehr den Tower gekriegt haben, ist ärgerlich. Einfach end up next time. Ja, hätten wir machen sollen. Ist ja greedy. Ah, ich sollte hier keine Würfel mehr nehmen. Ich hab Max Bild, ich bin so farm geil immer. Ich habe halt keine MR. Das ist so das Einzige, was ein bisschen unschön ist. Bedeutet, ich muss auf jeden Fall. Ich glaube, ich nächstes Mal gehe ich bei so einer Situation einfach rein. Ich two-shotte den halt, also ohne Witz, den Duschen. Ich glaube, er unterschätzt mich. Also, einfach zu fünft und dann auf den Arrow warten. Wir haben den viel besseren Team, wenn wir das richtig spielen. Ich muss anfangen mit Rapid Fire Cannon Static zu poken. Nicht nur wie eine Muschi dazustehen. Ich muss ihn mitnehmen. Krieg ich noch den Blue Buff dazu. Auf Nine ist besser für uns, definitiv. Wir haben keinen Turret, der uns angreift. Es wird interessant, es wird interessant. Ich sing Wap. Was mir zu verhängen, es wird kein Mercurius Scrimmeter gekauft haben. Oh, das war kein Crit. Das ist natürlich. Bei 80% Crit bei so einer Aktion nicht zu critten ist. Unsere Frontlines haben viel zu viel Angst, muss ich sagen. Also was heißt unsere Frontlines, aber. Ja, wir haben eine dicke Wave Top. Wir müssen jetzt mal reinpushen, so. Keine Angst, wir dürfen halt nicht so viel Angst haben. No joke. Na, so verliert man das Game. Ja, das stimmt, der hat wirklich alles ins Maul gekriegt und überlebt. Und wenn die Sonne ist, hat das nicht schwer. Die machen nicht. Oh. Das ist echt ein Achterbahn, dieses Game. Von Win zu. Ich habe keine Summoner, das wird da nicht facechecken lassen. Das ist ein bisschen überhorst. Ich will jetzt sogar den Tipp. Was wird hier passieren? Dann hast du einen Botlane in der Tür kriegen, ja. Das einzige Problem ist, dass die Mitte durchpushen könnten. Ja, Elder ist eine gute Idee. Elder ist eine gute Idee. Wir haben zwar keinen Drachen, aber. Wir müssen jetzt versuchen, einen Fight zu forcen. Das wäre halt prima, wenn wir das hinkriegen.
Ich glaube, ich probiere mal was Interessantes. Warte mal, wie viel MR hatten die? 60 MR, 40 MR. Ich probiere mal was Mutiges. Ich verkaufe meine Schuhe für ein Void Step. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber ich habe halt so viel Movement Speed mit meinen Items, dass das eigentlich fein sein sollte. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Theoretisch, ich meine, ich greife halt hauptsächlich die Frontline. Gegen die Backline ist es ein kleiner Damage-Decrease, würde ich sagen. Wobei selbst dagegen soll es even sein. Ja, das ist worth. Ich habe halt 408 Movement Speed, das reicht halt, oder 340, ja, okay. Nicht ganz so viel Movement Speed, aber ich habe Trinity Procs und Movement Speed wird nicht mein Problem sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Oh, die brauchen noch 500 Gold. Die Ash für noch Full Item. Das wäre halt richtig wichtig. Und der gegnerische ADC hat jetzt faktisch fast ein Item mehr. Mit der Ausbrüchen ist ganz wichtig. Ey, das ist eine Menge. Eine Menge Scheiße. Ich lasse Gragas mal den Farm, damit er Items bekommt, die gehen top lane. Also Tower sind jetzt halt sowas von scheißegal eigentlich, aber... Ich lege mich auf jeden Fall fest, dass wir den besseren Teamfight haben. Müssen wir auch nur besser spielen. Die Scheiße, Mann. Er ist noch 20 Sekunden, also den Erddrachen. Den Elemental Drake. Weißt du, was machen jetzt gerade unsere Gegner? Also was denken die? Fights sind halt super close. Also wer Fights forst, Coin flippt. Wenn wir nicht einen Catch kriegen, ist das Coin Flip, der gewinnt. Machen wir nochmal einen neuen Pot. Oh. Ich kaufe mir übrigens den Pot, weil ich denke, dass das rough ist. Der gibt dir... kein Lifesteal, weil du kein Physical Damage machst. Der gibt dir kein Scaling, weil du nicht so viel AP hast. Und der macht dich halt deutlich tankier und reduziert so einen Stun von Azyndra oder so zum Beispiel. Also ich denke, das ist schon global. Ich habe 2,7 Kaleben, das ist halt echt eine Menge. Hier ist Gemitter, okay. Kann halt noch Schuhe verkaufen dann. Für... nur mehr Crit. Kann er nicht, er hat schon 80%. Das ich habe echt keine Lust, das Geld zu verlieren, muss ich fairerweise sagen. Das ist schon mal hart, weil die wieder immer basen, ist das Problem. Interesting game. Die Ash ist viel zu weit vorne. Für das bisschen Poke ist es nicht worth zu sterben. Viel Damage in diesem Fight gemacht. Komplett insane. Ja, lass die Mitte durchräumen. Scheiß auf den Bot. Ne? Oh, das Game habe ich so hart gecarried. Holy shit. Penta. Ich habe auch schon überlegt, da wäre der Penta vielleicht gewesen, aber. Mir ist erstmal wichtig, dass wir dieses Kackspiel gewonnen haben. Uiuiui. We did it, boys! Yasuo Skin. Naja, mein Lieber, Karin sieht anders aus.
Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich glaube, ein S-S ist drin und Damage wird halt komplett insane sein. In Honor war denn... Ich finde die Ash halt echt gut. Ah, der Thresh hat auch gut gespielt. Kommt vielleicht Great Shot Calling, deine Hooks waren on point. You can't milk those. Woo! Danke dir, Fallen Sparta. Let the best ring, baby, Blood Rail. Auf jeden Fall, ich kenne die zweite App noch nicht, aber... So, ich habe nur einen Honor gekriegt, ja. Der einzige mit einem S-Premium, 12-2.